Hallo, willkommen zurück zu Fallout 4 Automatron. Wir sollten jetzt diesen Machinist da platt machen, wobei ich immer noch bezweifle, dass das nicht ist. Könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wir schon am Ende sind. Dann wäre es ja ein recht kurzes DLC. Ich höre schon wieder irgendwas. Was? Hallo? Ich stehe hier. Oh! Was war das denn? Gewaltprotokolle aktiviert. Was? Ah, da. Oh. Was denn jetzt her? Aus irgendeinem Schrott oder was? Was hat denn hier? Ach du Scheiße, ey. Unglaublich. Die sind ja wie Ghule, die stehen hier einfach auf. Muss ich überhaupt hin? Wahrscheinlich hier rum. Ist da noch irgendwas zu holen? Oh, so. Da ist Stimpax. Eine blöde Pistole. Hier ist noch eine Kiste. Ah, toll. Nichts Gescheites drin. Kommen wir wieder raus hier. Ist ja dunkel hier. Mach doch mal Licht an. Da ist eine Ölbox. Mann, Mann, Mann. Ist immer ein langer Weg bis dahin. Hier ist noch so ein Öldingen. Sonst weiter nichts. Hier ist noch so eine Ladung Stimpax. Klebeband. Oh, Munition. Zum Knacken. Zack, los das Ding. Das wär's. Ah, nicht besonders viel, ey. Ein Ventilator nehmen wir auch mit. Eine Waffenwerkbank. Feuerlöscher. Drei Stück. Was haben wir hier denn noch? Gebäudeverwaltungsterminal. Hat man sowas nicht schon mal? Aufgaben der Einheit. Reparaturanweisungen. G421 Mr. Gutsy. Keine optischen Signale aus mittlerem Augenkanal. Muss ausgetauscht werden. Schön. Also nichts Interessantes eigentlich. Da braucht man doch gar nicht weiterlesen. Auch wenn du mehr kommst, geh weg, ey. Ich muss so erschrecken. Kötting. Wofür ist der Schalter denn gut? Müssen wir jetzt darüber herfahren? Wo geht denn das jetzt hin? Wahrscheinlich da zu dem Tor. Gehe ich mal von aus. Pass mit dem Stromkabel auf. Geh da nicht reinstehen. Na gut. Ist doch noch etwas höher. Okay, sind wir schon mal hier gelandet. Was haben wir hier denn? Klebeband. Abraxo. Treibstoff.
Psycho. Nehmen wir auch noch mit. Patronen. Hier. Mach los, das Ding. Ja, sind wir hier auch schon mal durchgekommen. Nehmen wir den Kanister mit. Wir müssen aber mal da sein, ey. Knochenfräser. Komm, hier nehmen wir auch mal mit. Hier ist noch so ein Teil. Patronen. Zigaretten. Hm, da war irgendwas eingesperrt. Research Wing. Hier, Hier. Das Ding mal eben bitte aufmachen. Ist ja gar nicht übertrieben, war die ganzen Türen hier. Wo sind wir jetzt denn gelandet? Ja, die Ordner aber auch, weiß ich nicht. Bunsenbrenner, Mikroskop. Was ist hier in dem Mülleimer noch drin? Patronen. Four Fager. Die können wir öffnen, die Tür. Machen wir noch nicht. Wir gucken erstmal noch ein bisschen rum hier. Hier ist noch eine Tür. Die können wir auch noch aufmachen. Leere Nuka-Cola-Flasche brauche ich nicht. Reddix. Kaputter Computer. Patronen und ein Anzug. Was hat denn? Du Scheiße, hinten ein Knast. Gehen wir mal hier rein. Da haben wir ein paar Teller. Metalleimer. Ventilator. So, hier. Ein paar Patronen. Uber-Marke. Auch ein Teller. Irgendwelche Mützen. Ja, toll. Ja. Oh, Munition. Medics. Armee-Munitionstaschen. Raketen. Ein Baseballschläger brauche ich nicht. Hier Schrotpatronen. Reißbolzen. Gold. Hm. Kampfmesser. Jet. Ich habe Munition vergessen. 38er Patronen. Sicherung. 10mm Pistolen. Überladen. Nimm das Ding erst auf. Gibt's ja gar nicht. 45er Patronen, Werkzeugkoffer. Aufgepasst. Ich helfe. Du müsstest mal eben so ein bisschen Point von mir nehmen. Wie zum Beispiel die zwei Anzüge hier. Blöde Kleid. Und dann noch ein bisschen Schrott. Was auch immer, wie viele mitnehmen kann. Anscheinend genug. Vorkriegs gehört nicht. Gerne weiter, wenn ich kann. Ja, wenn du noch mehr mitnehmen kannst, ich finde bestimmt noch mehr, weil ich dir so zustecken kann. So, da können wir jetzt durch die andere Tür. Oder diese hier. Nee. Die da hinten war das. Ist hier irgendwas drin?
Ist gar nichts drin. Total sinnlos. Auch so ein Hirn da oben drin, ey. Was? Lass mich doch in Ruhe. Falsche Wumme dafür. Legendärer. Na, geh weg. Mit einer Sündrüstung, ist klar. Der lebt auch noch. Ein nektrotischer wilder Ghoul. So. Schön, nehmen wir auch mit. Aber das jetzt, da ist noch einer. Wo kommst du denn her, ey? Und Reagenz, das kannst du auch behalten, da brauche ich nicht. Kronkorken und Golduhr. Ja? Kannst du wieder gehen oder was? Dann komm. Da liegt noch was. Kann man jetzt das aufmachen, das Ding? Das geht noch nicht auf. Dann gehen wir hier nach oben und aber eben kurz so ein Stimpack einschmeißen. Hier liegt noch was drum. Hier ist irgendein Terminal. Beobachtungsterminal. Was steht da dann so drin? Testperson A22. Verurteilt wegen Serienmords im Bereich Washington. Darf nicht alleine besucht werden. Bei sämtlichen Gesprächen Sicherheitspersonal erforderlich. Bewertung: A22 zeigt höhere Gehirnfunktion, aber schwache Konstitution. Proteinreiche Ernährung und Therapiesitzung zur Behandlung der Muskulatur. Es sollte nicht lange dauern, bis die Überlebenschancen seines Gehirns kein Risiko mehr für die Prozedur darstellt. A53. 48, weiblich. Verurteilt wegen Brandstiftung, hat ein Haus niedergebrannt. 3 Tote. Nur nähernd, wenn Testpersonen sediert. Fälle von Demenz in der Familie. Geistige Gesundheit könnte abnehmen oder Daten verfälschen. Terminierung empfohlen. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht alles durchlesen, weil es eigentlich sinnlos finde ich jetzt. Muss ich jetzt da runterspringen? Ja, ist ein Stealth Point nochmal mit. Kommen da bestimmt wieder ein paar von den Viechern an. Moment mal, waren wir hier nicht schon? Na sicher, das war der Anfang. Hä? Hab ich hier irgendwas verpasst? Und ich habe noch rum. Säure. Ach, sieh mal einer an, ist da Dinge auf. Knopf drücken und ab nach unten. Research Labs. Blutpaket. Leeres Blutpaket. Medics, nehmen wir auch noch mit.
Stimpack immer gut zu haben. Tja, hier müssen wir eigentlich noch nicht hin. Knochenfräser. Antiseptikum nehmen wir auch noch mit. Kann man auch selber herstellen, aber ne? Fehlt ja immer was für. Geht ja kein Heftchen rum oder sowas. Gehirnextraktionsterminal. So, so. Guck mal, was steht denn da so drin? Wieder einmal kommt es wegen Ausfällen bei der Ausrüstung zu Verzögerungen in der Abteilung. Die Hirnextraktoren sind aber auch nicht auf eine solche Auslastung ausgelegt. Ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Meistens bricht einige Klinge, weil ein Schädel mal besonders hart ist. Also, oder die Hydraulik im Zugarm versagt, wenn das Rückenmark nicht richtig durchtrennt wurde und das Gehirn zu früh herausgezogen wird. Ich hoffe, Ciroletti schreit uns nicht wieder an. Schließlich ist das nicht unsere Schuld. 112. Wir hatten heute in der Extraktionsabteilung eine Menge Spaß. Ansel hat etwas Biogel mit Grenadine und Wodka vermischt und dann gefragt, wer sich traut, das zu trinken. Es war gar nicht so übel, ziemlich dickflüssig und süß. Und genau mit dem richtigen Kick. Wir haben ein kleines Spiel daraus gemacht, einen Namen für den Drink zu finden. Es gab natürlich jede Menge dumme Vorschläge, aber am Ende haben wir uns auf Extractor Sunrise geeinigt. Blöd nur, dass wir das Rezept nicht an die anderen Abteilungen weitergeben können. Aber Biogel kostet ungefähr $2000 pro Liter und ich glaube nicht, dass Ciroletti begeistert davon wäre, wenn wir ihr Budget wegtrinken. Achso. Saufen doch sein ganzes Zeug da weg, ey. Heute hat der Halsti Geburtstag, also haben wir einen hirnförmigen Kuchen für ihn gemacht. Naja, sowas in der Art. Eigentlich haben wir nur eins der entnommenen Gehirne mit Zuckerguss überzogen. Das haben wir Halsti aber natürlich nicht gesagt. Sein Gesichtsausdruck, als er in das erste Stück gebissen hat, war echt zum Totlachen. Ist zwar schade um das Gehirn des Subjekts, aber das war es echt wert. Wir haben hier unten echt jede Menge Spaß. Ich hoffe wirklich, dass niemand an unsere Abteilung versetzt wird. Wir arbeiten super zusammen und unsere Effizienz könnte kaum höher sein. 138. Womack vom Hausmeisterservice hat so einen Kommentar fallen lassen, dass es sich falsch anfühlen würde, die Reste der Subjekte einzusammeln und den Ofen zu entsorgen. Und am nächsten Tag haben mich ein paar Leute aus der Fertigungsabteilung beim Mittagessen gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, die Hirne unserer Testsubjekte zu entnehmen. Ich habe ihnen gesagt, dass mir das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, wieso ein paar Leute scheinbar ein Problem damit haben, was wir im Rahmen des Projektes tun. Vielleicht sollten sie sich lieber woanders einen Job suchen. So, so. Fummeln die einen so mit irgendwelchen Gehirnen da rum und machen auch noch ihre Späße damit. Oh. Ist hier nichts drin, ey? In den ganzen Kästen? Anscheinend nicht. Brain Extraction. Da sind sogar noch welche drin. Wahrscheinlich noch frisch. Da sind noch mehr. Du Scheiße, ey. Überall Hirne. Taschenuhr Klebeband. Da ist doch ein Holoband. Und ein Roboterteilemodell. Terminal der Zerebralrekonditionierung. Ach du Scheiße. Keine Schäden, muss man halt dann sicher. Schön. Muss man jetzt aber auch nicht alles durchlesen. Also habe ich jetzt noch nicht wirklich Lust zu, alles durchzulesen. Was hat denn? Wieso, ich habe irgendwie einen Grafikfehler zu sein. Was ist das denn? Da sind irgendwelche Typen drin. Vielleicht noch irgendwie so ein Tape hier.
Ein Ventilator nehmen wir natürlich auch noch mit. Sonst kein Holoband mehr hier. Ja, ich finde schon die ganze Zeit irgendwelche Ersatzteile. Da ist doch schon wieder so ein Bösewicht da hinten. Ne? Noch mehr Hirne. Überall nur Hirne hier. Das hat eine Hirnfabrik. Da muss ich wahrscheinlicherweise rein. Keine Ahnung. Das hoffe ich allerdings auch. Oh. Nachladen. Ah, geh weg. Ah. Aua. Ah. Das geht weg. Oh. Wäre ich noch getroffen, stehe hinter der Wand, Mann. Wo ist das Ding? Mann. Noch einer. Doch, den hätte ich schon erledigt. So, der ist kaputt. Den haben wir schon entrümpelt. Den noch, das Ding noch. So, und da eine Werkbank ist, werde ich mal eben kurz meine Rüstung reparieren. Dazu ist noch so ein Teil, da müssen wir glaube ich auch hin. Gehe gleich erstmal dahin. So, hier hin. Und reparieren. Den reparieren. Scheiße, da fehlt mir Material für. Da fehlt mir Material. Warte mal, die hat doch normalerweise was, oder? Hat die Stahl? Aufgepasst. Ich brauche Stahl. Dann nehmen wir auch mal. So, vielleicht reicht ja schon. Zum Reparieren. Ausrüsten. Torso. Hä? Was fehlt denn da jetzt? Stahl. Ja, muss mal reichen. Ist ja repariert eigentlich hauptsächlich. Wird zwar nicht so lange halten wahrscheinlich, aber solange etwas funktioniert, ne, ist es eigentlich okay. Finde ich jetzt. So, dann gehen wir mal da gucken, wo die hergekommen sind. Mal Licht an. Hat jemand übersehen hier? Benzinkanister. Ein Whisky. Nehmen wir mal mit. Für zwischendurch.
Jet und eine Melone. Ja, dann können wir mal da hinten durch die Tür gehen. Wenn wir die denn knacken können. Außerdem fehlt mir noch ein Tape. Kennwort für Arztterminal. Habe ich das? Haben wir doch. Status hat Charge. Ne, hier, Tür. Tür öffnen. Sofort. Nicht noch stundenlang warten. Türe offen. Steht ein unfertiger Roboter rum. Eine Batterie, Kronkorken, Voltec-Kittel brauche ich nicht. Redix. Kronkorken. So, hier. Scannert mal eben durch, mach die Tür auf. Ich muss da rein. Ein Megabass. Geht da Licht an? Was hat denn da? Also ich glaube immer noch nicht, dass er der Endgegner jetzt ist, wa? Das sieht mir nämlich nicht so danach aus. Aktivieren. Was müssen wir jetzt hier machen? Roboterwerkbank. Brennstoff, Patronen. Hochleistungsmagnet. Patronen, Relix und ein Strohkissen, Linkskissen. Ich gehe mal hier hoch. Mal gucken, was er da noch so gibt. Da ist auch noch irgendeine Tür. Da komme ich doch bestimmt wieder raus. Ja, siehst du? Da sind wir vorhin nämlich lang gelaufen. Aber wir müssen das Ding da irgendwie aufkriegen. Wie soll das denn gehen? Muss doch irgendwo ein Terminal dafür sein. Da geht's auch noch hin. Ist aber auch dicht. Da waren wir nämlich auch schon. Ja, super. Voll die Sackgasse hier. Ja. Was? Wer ist er denn? Du bist in mein Allerheiligstes eingedrungen und hast meine Roboter zerstört. Aber hier endet deine Schreckensherrschaft. Was? Meine Schreckensherrschaft? Moment mal. Meine Schreckensherrschaft? Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Was denn? Ey, ey, ey. Spark, hilf mir mal! Geht doch weg. Ja, mit dem Turm.
uns noch mehr. Geschützturmbot. Ah. Die kleinen Pisskugeln an hier. Weg. Oh. Ah. Weg. Auf, Boss. Die sind so leicht zu ersetzen, weißt du? Initiere Selbstzerstörung. Code 001. Was? Was? Meine Situation? Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks! Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet sie! Ach, Mann, ey. Schaffe die Treibstofftankung. Abwurf auf mein Kommando. Was? Uiuiui, ich bin scheiße, ich schmeiß noch mit Granaten, ey. Mach jetzt weg da. Boah, sind das scheiß Zappel-Dinger. Es geht kaputt. Geh weg. Kommt ihr denn mal her, ey? Immer von hinten oder was? Duellbot. Legendärer Schrottbot, ich krieg ein bisschen Energietank in hier. Ich schmeiß noch Granaten. Müllbot, was los? Meine Fresse. Hallo. Ich kann den Legendären kaputt machen. Und ich brauche nochmal Energie hier. Der Wahnsinn. Stromausfall. Stromausfall. Aua. Oh, was? Verdammt!
komme ich hier nach oben hin? Bring den Strom wieder zum Laufen, Sparks. Dann den Notfallstrom. Das ist doch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Warum beschuldigst du mich, zu den Bösen zu gehören? Du hast meine Roboterverbündeten zerstört. Sie wollten die Menschen des Commonwealth retten und du behinderst sie absichtlich. Behindert? Ich behindere die doch nicht. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu, von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Wo ist er denn jetzt? Ja, aha. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Runter mit der Maske. An der Zeit, dass du deine Maske ablegst und dich mir stellst. Du hast recht. Es ist an der Zeit, mich dem wahren Feind des Commonwealth zu stellen. Wer ist er denn? So, jetzt wissen wir beide, mit wem wir es zu tun haben. Das ist doch eine Tussi, oder nicht? Ich bin der Feind? Für den Feind? Ich habe deine Roboter zerlegt, ja. Aber das sind nur Maschinen. Deine Roboter töten da draußen echte Menschen. Sie haben Unschuldige getötet. Meine Freunde. Sie waren einfache Händler. Alle getötet von ihren Robotern. Nur Menschen, die das Commonwealth bedrohen. Sie würden einer unschuldigen Person nie etwas antun. Mann. Die Roboter sind zum Beschützen programmiert. Ihre Suchmaschinen sind eindeutig. Beobachten, evaluieren und entsprechend reagieren. Der Test war gründlich. Ich habe alle Szenarien durchgeführt. Alle haben bestanden. Robert, reicht hier. Geh weg. Echt, ey. Unglaublich. Wer ruft denn hier an? Um die unmenschliche Zeit. So, ich hoffe, er hat das nicht großartig gestört. Ich entschuldige mich mal dafür. So. Hallo? Deine Roboter haben ihre Befehle falsch interpretiert. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Schau mal nach draußen. Hör auf, die verdammten Zahlen anzuglotzen und schau dir lieber mal das Commonwealth genau an. Wenn sie sie in Aktion sehen würden, wüssten sie sofort, wie falsch sie liegen. Ich muss nachdenken. Du musst mir glauben. Angesichts der Vorkehrungen, die ich getroffen habe, hätte es jeder für sicher gehalten. Ja. Die weiß es wirklich nicht. Wie kannst du nicht wissen, was sie tun? Du musst doch eine Möglichkeit haben, sie zu überwachen. Meine Bots haben nie gegen ihr Protokoll verstoßen. Ihre Daten zeigen lediglich, dass Feinde eliminiert wurden. Roboter töten Unschuldige. Mach die Augen auf. Diese Roboter töten unschuldige Menschen. Unschuldige Menschen? Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Hört ihr mir überhaupt zu? Hörst du mir überhaupt zu? Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Eine tödliche Fehlinterpretation. Ich höre zu, ich verarbeite das nur. So viele Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Und die Daten, sie meldeten immer getötete Feinde und gerettete Leben. Nein, das, die Logik, sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag. An einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. Ja, jetzt kennst du die Wahrheit. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich.
Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Wozu die Maske? Raus damit. Warum die Maske? Was hat es mit dem Mechanist auf sich? Ich bin nicht gut mit Leuten. Der Mechanist war eine Möglichkeit, da draußen tätig zu sein, ohne wirklich draußen auftreten zu müssen. Aber du lässt mich gerade ganz schön zappeln. Ich kann das alles ändern. Ich brauche nur eine Chance. Das endet nur in Gewalt. Ergeben. Kann ich eben speichern? Gut. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Übernehme die Kontrolle. Ja, okay. Muss ich dafür hin? Ausschalten den Scheiß. Entsperren. Ja, dann brauchte ich die ganzen Holobänder ja doch nicht mehr, ne? Schön. Ich habe mir schon gedacht, ich müsste jetzt alles hier, Sicherheitsalarm aufheben. Fertigungsbandsteuerung. Ach, Fehler. Sicherheitstür. Auch Fehler. Was? Ist klar. Ach so, Isabel Cruz heißt die. Ich soll erstmal mit Ada reden. Aufgepasst. Ich helfe gerne weiter, wenn ich diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Naja. Schön, dass Sie wieder da sind. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Ich habe Ihre Anlage auf Eis gelegt. Ich habe sie auf Eis gelegt. Die Anlage untersteht jetzt mir. Also wurde das gewünschte Ergebnis erreicht. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Nicht ihr Fehler. Die Robohirne waren verantwortlich. Ihre verdrehte Logik ist an all dem schuld. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche Gräueltaten ermöglicht hat. In ihrem Herzen ist sie gut. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hat einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Abgeschlossen, für Ordnung sorgen. War das jetzt der DLC? Gibt's das nicht mehr? Was muss ich jetzt noch machen? Ja. Ich würde sagen, das war dann der DLC.
Das ist wohl ein bisschen kurz, ne? Ein sehr kurzer DLC. Kann ich mit der auch nochmal reden? Mechanist. Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Sicher doch. Was gibt's? Eine Sache noch schnell. Isabel. Das ist mein Name. Isabel Cruz. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Oh. Schön. Nehme ich doch. 72, ja, den kann man direkt mal anziehen, ne? Und ein Helm, ja, cool. Danke. Danke. Ist schon gut. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Klar. Sicher. Super. Okay. Ja, ich empfange noch ein Signal. Sollte nicht zu schwierig sein, hoffe ich. Zerstöre den abtrünnigen Roboter. Ja, okay, dann ist der DLC wohl doch nicht zu Ende. Geht's wohl doch noch ein bisschen weiter. Okay, ist doch schön. Dann würde ich aber sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Auch mit dem ganzen Rumgeballer hier. Aber wo wir mal eben machen können, ist vielleicht, wenn ich hier runterkomme, irgendwie... Komme ich jetzt irgendwie gar nicht, weil die da wieder im Weg rumrennt. Geh weg da. Noch eben so ein bisschen aufsammeln hier. Ich bin nicht organischen Ursprungs. Daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei ihm ist das anders. Der hat noch was. Hier. Endlos. Lasergewehr. Schaden 50. Ja, nicht besonders viel. Aber macht ja nichts. Erstmal alles hier mitnehmen. Das hatten wir schon geplündert. Der hat mal was. Ich glaube, das waren sie auch schon alle, wa? Hier, okay, hier ist auch noch was. Es sind auch noch ein paar. Hier, der ist ein Müllbot. Das ist auch ein Müllbot. Okay. Ja, da können wir ja so wieder raus hier. Und, wie gesagt, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss.